So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, The Wrath of the Lich King, Folge 16 oder 17. Wie gesagt, immer noch Überblick verloren, konnte immer noch nicht nachgucken. Man weiß es nicht, ihr werdet es am Titel selber wissen, erkennen oder whatever. Ich glaube, ich laufe, obwohl Respawn vielleicht... Ach, ich laufe trotzdem rein, komm, leck mich am Socken. Dürfte eigentlich noch kein Respawn sein. So, was wollte ich sagen? Ach so. Nee. Doch, vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, ich bin wieder hier. Habt ihr mitbekommen? Ich habe aber meinen Gesundheitsstein nicht geschluckt. Ich bin es gar nicht gewohnt, einen Gesundheitsstein zu haben. Ach, guck mal, der hat den bisher gepult. Gebrauchte Schienbeinschützer, kann ich die vielleicht auch gebrauchen? Ha, Tatsache. Na sowas. Unverhofft kommt oft, ne? Unverhofft kommt oft. Ich könnte sie noch nicht mal wiederbeleben. Ich glaube, die Wiederbelebung kriege ich erst mit 14 oder 16. Oder durch die Quest. Ja, ja. No problem. Gida hat die Gilde verlassen. Gida-Modell oder was hier? Ja. Ja gut, ich meine, ich werde die Community-Gilde auch irgendwann verlassen, vermutlich. Halleluja! Wir sind unterwegs! Wo ist die Dame? Wo ist der Deinhard? Die Dame aus Durotan, die. Wo liegt sie? Ja, wo liegt sie denn? Ja, wo liegt sie denn? Wie hier? Ich sehe sie nicht. Ach, guck mal, Adora Noctem, haben die nicht gefragt? Vorhin nach hier Dingens. Mal gucken hier. Ich glaube, der hat noch hier gefragt. Mal. Wo war denn das? Das war irgendein Blauer, der gefragt hatte. Die fragen bestimmt nochmal. Es kann sich nur um Jahre handeln. Aber egal, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Und ich will endlich mal wieder ein schönes WoW. Ohne Stress und ohne Rumgehetze und bla und bla. Gida ist ein OG. Können wir es ja schon sehen? Ja. Nein. Geht wohl gerade rein. Gida geht gerade gebückt. Na, dann lass uns doch mal so lange unser Bäumchen angucken. Wir hätten auch in Vergeltung reingehen können. In Vergeltung hätten wir unsere Parierchance erhöht. Das ist auch so ein Witz. Da müssen wir irgendwann sowieso da machen, die Parierchance erhöhen. Und hier die Mana-Kosten der Spontanzauber. Wobei das halt, na gut, ist im Moment noch nicht so tragend, weil wir noch nicht so viel Mana verbrauchen. Also wir werden hier auf jeden Fall im Vergeltungsbaum als Tank auch die Parierchance erhöhen. Und wir werden vermutlich auch die Richterteile absenken.
Müssen wir mal schauen. Schutz gehen wir. Haben wir den Rechtschaffenden? Weiß ich noch nicht. Kann sein, dass wir nur bis zum Schild des Rächers gehen. Das muss ich schauen. Kommt auch immer darauf an, wie weit wir hier gehen müssen dann. Aber gut, das hat alles noch Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. So weit sind wir noch lange nicht. Ja, vor Wähler. Ich sehe da niemanden liegen. Da ist keiner. Da ist niemand. No one. Was haben wir denn bei Einhandschwertern? Lass mal gucken, hier Fertigkeiten. Schwerter, 1 von 65. Nee, kann man nicht anziehen, aber kein Schaden mehr. Ach, guck mal, den Dolch haben wir auch gewonnen. Das ist gut. Dolch gewonnen ist gut. Ah, wir können mal hier noch gucken, ob wir noch ein paar Leinenverbände machen. Bei jedem zweiten mindestens einen aufsteigen lohnt sich noch. Ansonsten müssen wir auf Schwere wechseln. Weil zwei leichte sind einen schwerer. Okay, dann wechseln wir jetzt auf Schwere. Man muss die Zeit einfach nutzen. Carpe diem. Nutze den Tag. So, das Ledergebamsel schmeißen wir mal weg. So. Mal machen. Pommes zwar so noch nicht, aber die Insignie des Leutnants behalte ich eigentlich immer als Glücksbringer. Das habe ich bei Classic schon so gemacht. Nee, ich glaube, die habe ich aus der Bank genommen. Die brauche ich, glaube ich, nicht mehr, oder? Die müssten bei mir auf der Bank rumfahren. Hier kommt die Gida. Ich habe letztens ein Bild gesehen von Dingens, von. Ach, wie heißt sie? Gabi Köster. Boah, Alter. Nach dem Schlaganfall, die sieht ja richtig fertig aus, mein lieber Gott. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur ein ungünstiges Bild, da war sie irgendwie in der Talkshow, glaube ich. Oh boah, hey, oh, mich hat es richtig gegruselt, als ich sie gesehen habe. Aber richtig gegruselt. Ja, das ist ja das Problem, das kann jeden erwischen. Kann jeden erwischen, auch in Ungarn. Rums, bums, zack, hängt der Kiefer tiefer. Und, ne? Deswegen sollte man wirklich froh sein, wenn man mit Gesundheit gesegnet ist. Ja, und es nicht als selbstverständlich hinnehmen. Und vor allen Dingen nicht auf Menschen herabschauen, die nicht mit Gesundheit gesegnet sind, weil, wie gesagt, es kann einem jederzeit selbst so ergehen. Und dann spottet man nicht mehr. Denn da kommt sie. Rügenwalder, Mühlenfest, Leber, Wurst. Da ist die Blaubeere. Blaubeere. Aha, so. Ich glaube, ich habe vorhin vergessen, die Blaubeere zu buffen. Jetzt kann ich mich auch nochmal selber buffen, weil wir so lange warm müssen, dass ich ganz buff bin. So. Schmiedekunst war auf jeden Fall die richtige Wahl für uns. Wäre hier nicht praktischer als da drüben? Achso, da vorne sind wir schon durch. Okay. Jetzt wäre ich hier runtergelaufen, was? Hunde füttern, okay. Na dann. Ich habe hier so kleine Toblerone in so einer silbernen Verpackung. So mit so drei Mini-Toblerone-Dinger mit so weißen Gipfeln. Ja, so quasi Berge. Mit weißen Gipfeln. Die schmecken so, du glaubst nicht. Und ich esse irgendwie trotzdem manchmal, wenn ich was Süßes brauche, wenn nichts anderes da ist. Aber naja, also so lecker sind die echt nicht. Also da schmeckt die normale Toblerone deutlich besser, finde ich. Wobei ich es auch nicht so oft normale Toblerone esse. Sowas nicht. Ich esse ja gerne Twix, habe ich aber auch schon erzählt. Das mag ich ganz gerne. Mars jetzt nicht so, das ist mir ein bisschen zu hier zu cremig, gedönsig, da pappt man das Maul zusammen und für Snickers kann ich mich auch nicht so richtig erwärmen. KitKat ab und zu mal ein bisschen, durchaus auch mal Milky Way. Ja. Habe ich jetzt alles durch, was an Riegeln gibt? ich glaube nicht. Früher habe ich ganz gerne dieses TomTom gegessen, dieses Erdnussriegelgedönse.
Und auch mal so ein Wunderbar. Mit Erdnussbutter, Gedöns drin, irgendwas. Aber das Erdnusszeug ist immer so fett. Das ist so, ach, nee. Muss nicht unbedingt sein. Ja. Na gut, dann gucken wir uns nochmal die Talente an. Wie gesagt, nächstes wird die göttliche Stärke auf 15% auf jeden Fall sein hier. Und dann gehen wir wahrscheinlich auf die Vorahnung hoch. Effekte, weil wir wollen ja schnellstmöglich runterkommen zum Segen des Refugiums auch. Das ist erstmal so das primäre Ziel. Segen des Refugiums um Abrechnung. Das brauchen wir ja nicht. Haben wir eine Gerechtigkeit? Das ist. Wir werden hier Aura der Hingabe gehen. Zähigkeit brauchen wir auf jeden Fall. 10% mehr Rüstung gibt es bei 5 Punkten. Und eine verbesserte Zorn der Gerechtigkeit natürlich auch, um besser Aggro halten zu können. Beziehungsweise, nee, um mehr weniger Schaden. 4% weniger Schaden summiert sich ebenfalls. Der Heiler ist dankbar dafür. Ich habe es halt damals gespielt, als Schild des Rächers noch das Endding war. Also ich habe Paladin jetzt nicht wirklich aktiv in Lich King gespielt. Das heißt, die Dinger hier hinten sind eigentlich an mir vorbeigegangen. Ja, Hammer der Rechtschaffenden müssen wir dann schon lernen. Das ist gut. Allein für Aggro wegen dem Schaden. Ja. Ja, durchaus, durchaus richtig, durchaus richtig. Ja. In der Vergeltung müssen wir, wie gesagt, die Abwehr skillen auf jeden Fall. Die Segnung möglicherweise, aber das weiß ich nicht genau. Aber wahrscheinlich ja, Segnung. Überzeugung kann man mitnehmen, weil da 5% mehr Crit, ja, mehr hauen, mehr treffen, mehr Schaden machen, ist auch mehr Aggro. Hilft also auch wieder. Aber weiter runter. Eigentlich eher nicht mehr. Das rentiert sich dann nicht so sehr hier. So, das eher nicht. Da auch wieder Schaden. Naja, Effekte Richterteile 15% dann insgesamt und Schaden ist auch ganz okay. Das kann man auch noch mit reinnehmen. Unumstößlicher Glaube sollte man auf jeden Fall mit reinnehmen. Weil 30% weniger Furcht- und Desorientierungseffekte. Das ist bei manchen Bossgegnern gar nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn man Second Tank ist. Ich weiß nicht mehr, wie das ist, ob das damals schon so war, dass der Tank eigentlich nicht desorientiert wird, gefiert. Mehr Intelligenz ist auch gar nicht schlecht. Ja, Leute, das sind also schon weit mehr als 2 Minuten. Die Hunde gegessen oder was? Naja, dann müssen wir gucken wir dann, wenn es soweit ist. Hallo. Ich habe doch auch kein Geld für eine Nederstofftasche. Bis die fertig sind mit Hund essen, ist der Respawn wieder da. Wir müssen auch noch da hoch. Ich weiß immer noch nicht, welche Folge das ist. Eieieiei, man wird nicht jünger, ne? Man wird nicht jünger. Wobei immerhin, ich habe noch keinen Tatterich oder sowas. Da geht's noch. Wählen Instanzen klassisch. Flammschlund. Die haben wir bekommen. Das war so das Beste, was wir rausbekommen konnten. Das wäre noch nicht schlecht. Herbeirufer. Und gut, das ist hier Blut des Hasserfüllten.
Ich werde wahrscheinlich in 2 Tagen anfangen, also hier am 19. Battlefield Hardlines zu spielen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie aktiv irgendein Battlefield gespielt. Und wahrscheinlich werde ich der schlechteste Battlefield Hardline-Spieler der Welt. Aber okay, kann auch eine Attraktion sein, von daher. Naja, ich bin gespannt. Ich weiß, Gronkh spielst du glaube ich nicht, aber GameTube spielst schon. Und ja, das ist halt das Privileg so der Großen, ja, die kriegen dann immer so die Sachen vorab und dies und jenes. Und ist auch ein Grund, warum kleinere Let's Player sehr wenig Chancen haben, wirklich groß zu werden. Weil eben die Großen schon alles abräumen, was da ist. Das ist, die lassen den Kleinen keine Luft zum Atmen bei solchen Dingen. Und verhalten sich dann leider Gottes auch oftmals nicht fair, sondern nutzen eben ihren Zeitvorteil eiskalt aus. Nein. Es ist eben so, wie ich gesagt habe, YouTube ist Kohle, 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 Kohle. Es geht um Kohle und wie wir alle wissen, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich habe mir jetzt am Samstag war irgendwie WoW-WM, ich habe mir das nicht angeguckt. Ich bin am Überlegen, ob ich es mir beim Online-Rekorder runterladen soll und anschauen. Zu gucken, wer halt gewonnen hat, aber ich weiß nicht. Ich weiß auch noch ehrlich gesagt nicht, wie ich es finden soll, dass die YouTube-Leute da mitgemacht haben. Ich weiß nicht. Mein Fernseher war ja eher immer so ein bisschen kritisch gegenüber YouTube. Ja? Und jetzt plötzlich, wo sie gemerkt haben, dass sehr viel Geld bei YouTube zu machen ist, holen sie die ganzen etwas größeren YouTuber, ja, und verbrennen sie bei solchen Events, um ordentlich Kohle mit ihnen zu scheffeln. Ich weiß nicht, dass die es mit sich machen lassen. Vor allen Dingen, weil jetzt sind sie ja in eine Kategorie gekommen. Na, ich meine, wer macht bei TV Total Events mit? DEF-Promis. Ja, um den Ding raus. Ne? So die richtigen Promis, die machen da nicht mit. Ja? Und dadurch haben sich jetzt eben die Leute, die mitgemacht haben, sich auch als C, D, E, F, G, H, Promis, whatever, einstufen lassen. Ja, also, finde ich zumindest. Und da verwischt sich dann, weil bisher konnte man sagen, okay, bei YouTube gibt es jetzt nicht so ein Ranking mit B- oder C-Promis, beziehungsweise wenn, dann hätte man bisher gesagt, okay, auf YouTube ist Sarrazin wahrscheinlich eher so ein A-Promi, aber jetzt hat er sich halt hier bei VOG, jetzt ist er halt irgendwie, naja, C-Promi, ist für ihn vielleicht ein Abstieg, weil gut, er ist bekannter geworden, was auch wiederum natürlich heißt, mehr Geld, 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 Geld. Aber ist ja legitim auch. Ist ja legitim. Es darf ja jeder, wie er möchte. Ja. Weiß nicht, vielleicht würde ich es ja genauso machen, wenn mir einen Sack Geld an den Kopf schmeißt und sagt, hier, fahr die Bahn runter. Nee, das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Da hätte ich die Hosen voll. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist ja legitim alles. Ja. Man darf sich ja nicht beschweren drüber. Aber trotzdem, ich weiß, deswegen sage ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin total unentschlossen. Einerseits finde ich es okay, andererseits finde ich es nicht okay. Und ja. Das ist nicht so einfach. Ich will das zweite Buch jetzt endlich hier haben. Hallo. Zauberformel aus dem Nether. Aus dem Net der. Ha! Zauberformel aus dem Net der. Sehr schön. Jetzt fehlt uns nur noch der eine oben. Ja, hier der Onkel Hoshi. Hier. Der Batzlan und der Herbeirufer. Der Batzlan, der ist da. Wo ist der? Da, der Herbeirufer ist da und der Batzlan ist woanders. Jerosch gehen wir drauf mit. So. Grube brauchen wir nicht. Weg damit. Sollen sich die Caster Heizels drum schlagen. So. So, okay. Wir müssen noch hoch. Kommt.
kommt. Kommt, 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 kommt. 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 Hoppedi-du-da, hoppedi-de. Sehr schön. Ach Gott, schon wieder 20 Minuten. Na, das machen wir jetzt aber noch voll. Also da fange ich jetzt keine neue Folge für an. Das ist ja jetzt nur noch hier Pipifax. So. Da machen wir die Folge heute ein bisschen länger. Nicht mal nett. Ausnahmsweise. So. Und schwuppdiwuppdi. Boiski, boiski. Männer, die verschwinden natürlich auch mal. Die ist rumgebubbel. Die sind in einen Kampf verwickelt, okay. Ich bin in einen Kampf verwickelt. So. Sehr schön. Ah, warte mal hier. Katharsis muss trinken. Valor ist ein bisschen schwach auf der Brust. Gerade. Ja, dauert doch länger als gedacht, wa? So ein bisschen schön. Kann diesen Zauber noch nicht wirken. Der Schmufti. Ich brauche Mana. Na dann, Mana, Mana. Was hat der noch dabei? Katuntunika. Katuntunika. Dann geh doch in die Katuntunika-Oase. So. Ich hau jetzt mal wieder auf den drauf. Wer weiß nicht, was noch passiert hier. Wichtig ist immer erstmal die wichtigen weg haben. Da kann nämlich kommen, was da wolle. So, sehr schön, der liegt. Fertig. Das heißt, die nächste Folge wird eine Questabgabe-Folge. Sehr schön. Sehr gut. Alles fertig. Ich danke euch. Bedanken ist das Mindeste. Ich weiß, die hatten nicht alle Quests, aber das macht eben den Geist des WoW zu der Zeit noch aus, ja. Das
dass man sich eben gegenseitig auch mal geholfen hat, ohne was davon zu haben. Das ist der Geist der Weihnacht. Und wir haben eine schöne Klinge bekommen, ja? Ne, hier eine sehr schicke. Na gut, sehr schick ist sie nicht, aber funktional. Schick wäre sie, wenn sie so aussehen würde wie hier. Tja. Wir werden nicht jede Instanz machen, logischerweise, weil, wie gesagt, zwischen 20 und 60 ist die Erfahrung verdoppelt, im Normalfall. Und da kommen wir sowieso dann so schnell voran, dass sich das nicht lohnt. Und ihr habt ja die meisten Klassik-Instanzen, habt ihr auch schon im Klassik-Ding gesehen. Von daher... Ich werde jetzt nach der Folge gleich erstmal schauen, wie viele Folge das war und wie viel die nächste ist und wie viel Platz ich vor allen Dingen noch habe. Dass mir nicht irgendwann die Platte vorläuft, das wäre sehr unschön. Es könnte durchaus sein, dass es eine Frau ist. Weil sie spielt eine Blutelfe als Zauberin. Und Frauen neigen dazu, Blutelfen zu spielen, weil sie die anderen Hortensachen für zu hässlich halten. Das habe ich schon sehr, sehr oft gehabt. Zu Klassikzeiten ein sehr beliebtes Kommentar von Frauen, wenn sie Horte hätten spielen sollen. Ich spiele doch keine Tiere. Ja, und von daher... So. Manche haben es ja erbarmt, Trollinnen zu spielen, aber... Interessant, Taure schon mal gar nicht. Naja. Gut, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.